Hier ist es vielleicht zu sagen, ich habe dann damals begonnen, wie ich operiert habe, mit 250 mm HG Vakuum. Das ist eher gering und man kann sich so langsam nach vorarbeiten. Jetzt bin ich bei 450 ungefähr und ich denke, das ist auch noch nicht das Ende, weil es macht Spaß. Mittlerweile bin ich ein bisschen umgestiegen auf das Choppen. Also wenn der Kern eine gewisse Härte hat, dann lässt er sich eigentlich ganz gut so choppen und man spart sich das Graben. Da bin ich dann gleich bei meiner FAKO 2 sozusagen, da gehe ich auf 250 Vakuum und sauge mir den Kern an und versuche den dann zu brechen. Und dann gehe ich auf meine FAKO 3, das mache ich mit 450 wieder, also ordentlich Vakuum, um hier den Kern abzusaugen. Und dann gibt es eben auch den Pulse-Modus, wo dann quasi gepulst die FAKO-Energie abgegeben wird. Bei der IA ist es so, dass ich gerne mit der Peristaltikpumpe arbeite. Warum mache ich das? Weil meinem Gefühl nach einfach ein bisschen kontrollierter die IA angehen kann. Ich habe nicht so die Gefahr, wenn ich mit viel Vakuum a priori arbeite, dass ich jetzt unabsichtlich die vordere Kapsel ansauge und vielleicht eine Zonolyse verursache, wenn ich hier entlang der vorderen Kapsel fahre. Das Visco, das mache ich dann gerne mit der Venturi, also deswegen, das habe ich wirklich gern, denn da kann man ein sofortiges Vakuum erzeugen. Und das funktioniert wie der Staubsauger, da geht dann das ganze Viskoelastikum und auch die vielleicht verbleibende kleine Linsenfasern so am Capsulorexis-Rand, Cortex-Fasern, werden dann schön abgesaugt. Dann komme ich mal zu einem Video von mir, das habe ich jetzt am Dienstag aufgenommen. Wir haben zwar vorher Videos gedreht, ich war irgendwie nicht so zufrieden, jetzt am Dienstag habe ich mich nochmal hingesetzt und das geschnitten. Und das ist eine Linse, man sieht eher etwas dichter, ungefähr N4 und ich beginne mit meiner Hauptinzision mit 2,2, mit einem Vorschnitt posterolumbale. Also ich gehe relativ weit hinten rein und die Innenlippe wird meistens noch um ein paar Nuancen erweitert, damit ich da einfach auch ein bisschen Spiel nach rechts und links habe. Gut, ganz normal das Viskoelastikum und die Rexis habe ich in dem Fall mit der Nadel begonnen, habe ungefähr die Hälfte mit der Nadel gemacht, dann ist die Pupille etwas enger geworden, dann habe ich mich sicherer gefühlt mit der Pinzette und habe die dann mit der Pinzette sozusagen fertig gemacht. Man sieht, wir haben da so ein Markersystem, wo man eigentlich schön die Größe der Rexis, das ist in dem Fall 5,2, planen kann. Hydrodissektion ist jetzt ausgelassen, wir fangen gleich an sozusagen hier in die FAKO zu gehen und das ist jetzt Cortex-Reste abzusaugen und gleich sozusagen mit dem ersten Pack zu beginnen. Und was vielleicht da wichtig ist, vielleicht schauen Sie nur kurz, wie ich meinen FAKO-Tipp halte. Ich habe immer so dieses Side-Bevel und das ist auch das, was die Firma Oertli sozusagen empfiehlt, wie man arbeiten sollte. Und ich bewege eigentlich auch während der gesamten Operation den FAKO-Tipp nicht. Also ich bewege meinen Bevel nicht up oder down, sondern ich bleibe eigentlich immer in dieser Side-Bevel-Position. Ich gehe eigentlich nur vor und zurück innerhalb der CCI. Und damit kann man eigentlich ganz schön den Kern aufarbeiten. Und dann auch die Linsenfragmente, die Kernfragmente absaugen. Also wir haben, da kann man dann entweder in 4, 5 oder 6 Teile, wie es einem halt genehm ist, hier die Linse zerkleinern und dann sauge ich schon sozusagen meine ersten Stücke ab. Und das ist jetzt mit 450, also ich habe viel Vakuum und auch einen ordentlichen Flow mit 40, aber trotzdem eigentlich eine recht ruhige und stabile Vorderkammer. Also ich habe hier, fliegt mir nicht das ganze, die ganzen Linsenteile irgendwie um die Ohren und das lässt sich super absaugen. Sieht, ich brauche hingehen und dann gehe ich ein bisschen ins Vakuum und dadurch, dass ich den Speed-Modus habe, lässt sich das relativ schön hier abbauen. Und ich bleibe immer mit meinem FAKO-Tipp in derselben Position, so dass ich ihn nicht rotiere, nur nach vorne und zurück die axiale Position ändere. Und was ich hier noch ganz gerne zeige, ist dann, wenn das letzte Stück aspiriert wird, das ist jetzt hier der Fall, trotzdem immer noch volles Vakuum. Ich kann hier ordentlich ansaugen und habe viel Vakuum und habe eigentlich nicht die Sorge, dass mir hier die Vorderkammer kollabiert, weil ich einfach durch den Fluss wirklich eine gute Stabilität der Vorderkammer habe. Also keine Sorge, dass da jetzt irgendwas nach vorne kommt, sondern die bleibt wirklich schön tief. Ich mache immer ganz gerne einen Hydrojet, wo ich dann die Cortex-Fasern etwas löse und das ist die IA jetzt sozusagen mit der Peristaltik. Man sieht,
am Anfang ein mäßiges Vakuum, ich ziehe mir das in die Mitte und dann, wenn das Vakuum wirklich voll aufbaut, in der Mitte, wenn wirklich eine Okklusion ist, dann habe ich volles Vakuum. Kommen wir zur Implantation der Linse. Das ist eigentlich meine präferierte Linse sozusagen. Ich habe eine 2-2, ich habe die nicht erweitert vorher, die Inzision. Und ich kann hier ohne Gegenhalten meine Linse schön implantieren. Deswegen habe ich die ganz gern. Das funktioniert, das geht schnell und wirklich, ja. Jetzt ein kleines Video vom Herrn Breitenbaum, der mich im OP da begleitet hat. Ich stelle mir die Pumpen immer selber am Fußpedal um. Und das ist das Positive, finde ich, an diesem Pedal. Ich habe extrem viel, ich kann ausschwenken, ich kann rechts quasi eine Taste bedienen und bei mir ist der Fußtaster rechts oben. Das sieht man gleich, wie ich hier sozusagen umstelle. Jetzt sauge ich gerade hinter der Linse ab, noch mit der Peristaltik, das möchte ich noch sehr kontrolliert haben. Und jetzt schalte ich hier sozusagen um auf die Venturi-Pumpe und jetzt habe ich wirklich maximales Vakuum, um wirklich alle Viskoelastika-Reste oder auch noch Linsenfasern entlang entlang des Kapsulorexis-Randes abzusaugen. Und das sieht man hier, also da geht es dann schon ordentlich dahin. Aber das ist wirklich, ja, da kommen dann die ganzen Linsenfasern vom Rand. Das wird wirklich sauber. Und man sieht hier, 2,1 Sekunden habe ich insgesamt nur Fako-Energie gebraucht, obwohl es doch ein recht dichter Kern war. Und das ist das Auge einen Tag postoperativ. Die Patientin hat 1-0 gesehen. Und ja, man sieht auch, dass es relativ ruhig ist, nicht weiß Gott, wie inflammiert oder injiziert die Binde hat. Kommen wir nochmal zu den Pumpen. Die habe ich ja jetzt vielleicht kurz noch beschrieben. Und an der Stelle darf ich vielleicht an den Booth-Talk letztes Jahr von Matthias Bolz verweisen, der wirklich eine wunderbare Übersicht über diese ganzen Pumpensysteme gemacht hat. Das kann man sich auf YouTube anschauen. Ich habe das auch in der Vorbereitung für meinen Talk hier zweimal angeschaut. Das ist super erklärt, denn mit den ganzen Pumpen, das zu verstehen, das ist nicht easy. Aber das ist super erklärt und hat mir auch sehr viel weitergeholfen, muss ich sagen. Und die Peristaltikpumpe, das ist so ein bisschen die Darmfunktion, wo wir hier den Flow steuern. Dann haben wir den Speed, wo wir gleich Vakuum steuern können. Und dann kommt der Venturi, der Staubsauger. Ob man das alles braucht, sei dahingestellt. Insofern, ich hab's und ich verwende alle drei. Und ich arbeite gerne damit, macht Spaß. Kommen wir noch zum Occlusion Mode. Das ist jetzt ein ganz neues Software-Update für den OS4 und der Occlusion Mode wurde so programmiert, dass wir entweder ohne Okklusion gar keine Fako-Energie abgeben oder aber, dass wir nur begrenzte Fako-Energie abgeben. In meinem Fall haben wir jetzt hier ein Video gedreht. Das geht los. Das ist sozusagen simulierter Occlusion Mode. Hier sieht man, wir sind in Fußposition 3 und wir haben keine Fako-Energie. Dann wird der Schlauch sozusagen abgedrückt, ein Vakuum simuliert und jetzt kommt die Fako-Energie dazu. Das heißt, hier bin ich bei Fako 2 zum Beispiel und ohne Vakuum keine Fako-Energie. Das heißt, wenn ich keine Okklusion habe, dann kann ich hier auch keine Fako-Energie abgeben. Und das Ganze habe ich jetzt mal hier bei mir im OP dargestellt. Wir haben das quasi wirklich mit 0% ohne Okklusion ausprobiert. Und man sieht hier, das war ein recht weicher Kern. Ich habe das noch Divide and Conquer operiert. Hier ist er schon ein bisschen ausgefranst, weil wie das bei weichen Kernen manchmal ist. Und hier sauge ich einmal an und normalerweise würde ich jetzt hier schon ein bisschen Fako-Energie dazugeben, um diesen Kern noch besser ansaugen zu können. Das geht im Occlusion Mode in dem Fall bei mir mit den Einstellungen nicht. Aber ich laufe auch nicht Gefahr, dass ich irgendwie in der Peripherie der Kapsel da jetzt das Kapselbad zum Beispiel ansauge. Und das ist etwas, wo ich mir gedacht habe, als Beginner, ist das ein sinnvolles Feature, denn da kann es schon mal passieren, wenn man mit dem Fuß, Fußpedal nicht ganz so vertraut ist und noch nicht ganz genau weiß, wo ist meine Position 2, wo ist 3, dann unabsichtlich schon in der Peripherie in Fußposition 3 gehe und somit die Kapsel öffnen kann. Also das kann da nicht passieren und es ist alles ruhiger und alles ist ein bisschen sorgfältiger im Sinne von kontrollierter. Dann komme ich gleich zu meiner Take-Home-Message. Die Easy Fako führt dazu, dass wir eine sehr gute Haltekraft an der Spitze haben und mit wenig Turbulenzen sozusagen in der Vorderkammer, weil eben dieser Fluss so geregelt ist, dass es mehr oder weniger immer ein axialer Fluss Richtung unseres Fako-Tipps ist. Ich habe zumindest bei meinen OPs eine sehr gute Vorderkammerstabilität, vor allem wenn man den für den Easy Fako-Tipp geeignete Inzisionsgröße wählt.
Es gibt viele, glaube ich, Chirurgen, die dann auch noch gleich einmal den Schnitt erweitern. Da kann ich nichts dazu sagen. Also bei mir mit der 2-2 funktioniert das super. Durch das einfache Umschalten der Pumpen habe ich einen optimalen Workflow, weil ich einfach selber steuern kann, wann habe ich welche Pumpe. Und ja, vor allem mit der Venturi das Viskoelastikum absaugen, das macht richtig Spaß am Ende, weil da geht es einfach dahin. Und den Occlusion Mode halte ich vor allem für Einsteiger geeignet, die vielleicht beginnen, Fako zu operieren, weil man einfach diese unkontrollierte Manöver, dass man unabsichtlich da in die Peripherie anfängt zu fischen und dann irgendwie Fako-Energie unkontrolliert abzugeben, weil das eigentlich dann gar nicht möglich ist, wenn man die entsprechenden Einstellungen wählt. Kommt noch der Disclaimer, das sind natürlich alles meine eigenen Erfahrungen hier und das kann für jeden, für jede Person anders sich darstellen. Und da möchte ich mich noch bei meinem Team bedanken. Ja, vielen Dank.